Heute stehe ich hier mit Stefan Niermann, Produktmanager Lineartechnik der Firma IGUS. Herr Niermann, ich stehe hier mit Ihnen an Ihrem vollgedeckten Gabentisch. Was gibt es denn dieses Jahr Neues? Speziell bei den Gewindetrieben haben wir eine ganze Menge neue Sachen. Wir kommen mit zwei neuen Materialien. Einmal dem Material J350, was wir für Gewindemuttern anbieten, mit Temperaturbereich bis 150 Grad. Alternativ dieses weiße Material, FDA-konform, sicherlich interessant für den Lebensmittelbereich. Zusätzlich bieten wir unsere Trapezgewindespindeln auch aus Aluminium an. Sehr, sehr leicht. Ja, enormer Gewichtsvorteil gegenüber Stahl. Wir haben diverse neue Abmessungen in dem kleinen Bereich, wo wir an Gerätetechnik, Labortechnik, Medizintechnik denken. Hauptsächlich Stahlgewinde, also eine hohe Übersetzung mit unseren bewährten schmierfreien Kunststoffmuttern. Und was auch neu ist im Bereich der Gewindetriebe, eine neuartige Form der Mutter mit sphärischem Ausgleich. Interessant für alle Anwendungen, wo eventuell unebene Anschraubflächen vorhanden sind oder aber auch, wo man mit einem Stellantrieb Fenster oder Lüftungsklappen öffnen möchte. Das wäre so der Bereich in der schmiermittelfreien Gewindetriebe. Super, ich danke Ihnen. Wieder.